Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und willkommen zum dritten COD-Talk. Wieder dabei ist der Mentos. Ja, wie immer. Sehr richtig. Und ja, wir spielen Terminal und wir haben uns, oder ich hab mir, oder wir, oder was auch immer, haben uns einfach mal gedacht, wir holen dieses COD-Talk Samsung vs. Apple nach, weil das wäre eigentlich Stelle 2 gewesen. Aber da ich so schusselig war und die gelöscht habe, wir uns einfach mal gedacht, wir holen es nach. Ja. Wer fängt an? Au. Das wäre wie, keine Ahnung. Ja, ich. Keine Ahnung. Ja, Samsung vs. Apple, was kann man sagen? Vor dir ist einer. Sehr richtig. Aua, und im Haus ist einer oder hinter dem Wagen. Ja, hinter dem Gepäckwagen. Ich wurde gemessen. Alter, ja, ich wurde Samsung vs. Apple groß in den Medien. Oder groß. Hauptsächlich ja, wegen Klagen. Halt in den Medien halt besprochen, sagen wir so. Ist das Ganze. Ich habe das Ganze mitbekommen, als es darum ging. Abgerundete Ecken. Oh, der Hitmarker. Als es darum ging, dass Apple Samsung verklagen wollte wegen. Lol, wo war der denn? Wegen ist blöd, weil Samsung auch abgerundete Ecken. Auch abgerundete Ecken hat und das ja angeblich nur Apple haben darf und keine Ahnung, alles komisch. Ich verstehe die ganze Scheiße eh nicht. Ja, und dann ging das Ganze ja weiter. Was kam dann eigentlich als nächstes? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall kam dann irgendwann. Was kam dann als nächstes? Pass auf, da kommt einer. Ah, ich hätte es fast geschafft. Pass auf, es kommt. Achso. Ich hätte es fast geschafft. das nächste war. Boah, ich weiß selbst nicht so genau, was das nächste war. Ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, was ja relativ aktuell ist, dass die iPhone 5er dürfen, glaube ich, noch, aber alles drunter ist ja vom amerikanischen Markt, muss ja vom amerikanischen Markt gefunden werden. Sendertechnik, richtig? Genau. Wegen der Empfangstechnik. Die gehört Samsung und Apple will da keine Rechte für zahlen. Ja, das ist intelligent. Verbündete Predator-Drohne im Anflug. Aufklärungsdrohne online. Wir haben noch eine Drohne. Ja, das ist so das Neueste. Glaube ich. Da war das ganze Team. Wenn man jetzt aber so spontan sagen müsste, wer der bessere von beiden ist. Beziehungsweise wäre das schlechtere von beiden ist, formulieren wir es mal so, dann könnte man deiner Meinung nach einen festlegen, ja, nein. Nein, weil beide voneinander abgeschaut haben. Gut, Samsung hat es ein bisschen offensichtlich gemacht. Also was heißt offensichtlich? Die haben halt, bei denen hat man ja Mails gefunden, wo drin stand, wie die Arbeiter von Apple kopieren sollen. Das ist stark. Der Hammer. Genauso wie ich gerade. Mann, die letzten Runden, die gehen so ab und jetzt. Hat nicht mal, ich kämpfe mir gerade wirklich den Arsch ab. Wäre jetzt kein Bock, damit der Sniper vorne reinzulaufen. Verständlich. Ah, ist doch so. Ja, wie gesagt, also ich finde, man kann eigentlich keinen Schuldigen finden, weil beide Sachen gemacht haben, die nicht so ganz legal sind. Natürlich muss man neben der ganzen Klagen aber auch mal sagen, qualitativ sind beide, ich muss sagen, Apple ist jetzt gar nicht so schlecht, wie man immer sagt. Es hat zwar seine Nachteile aufgrund des Preises und der Komplikation mit Kompatibilität und sowas, aber Apple ist nicht schlecht. Fuck. Ja, sie kriegen sie mich wieder, sie müssen mich tuben. Das ist, obwohl ich mit der Sniper spiele. Oh, Double.
Okay. Ja, mal schnell. Ich hole dann gleich mal den Heli-Schützen runter. Ich habe auch einen Stinger. Ja, ich habe eine Predator. Ah, sehr schön. Also dann da ist er. Oh Gott! Oida, was soll das denn? Er fliegt einfach weg. Oh sehr Gott, wie verhau ich denn die bitte? Meine Fresse, Mann. Oh Gott, ich merke schon. Ich weiß schon, da kommt Flame. Ihr scheiß Geierer. Jetzt stirb doch! Danke, Mann! Herrgott nochmal. Also, du hattest irgendwie angefangen mit Qualität. Ja, dass die Qualität von Apple zwar im Durchschnitt nicht so gut ist wie die von Samsung, man aber sagen muss, sie ist auch nicht schlecht. Beides okay, klar. Es haben beide Vor- und Nachteile. Wobei ich mir ganz ehrlich, wenn ich mir eins holen würde, würde ich mir eher einen Samsung holen. Also ich werde mir einen Samsung holen. Ja, bei mir ist es ja auch so. Ich habe jetzt ein Apple von meinem Vater bekommen, das 3er. Das läuft, aber wenn ich mir selber eins holen müsste, hätte ich mir, glaube ich, auch damals schon keinen Apple geholt. Weil ich weiß nicht, es ist halt einfach Style. Ja, aber wenn man jetzt auf den Style... Ja, du zahlst halt ziemlich viel für die Marke drauf. Richtig. Für einen Apfel, der im Supermarkt... Sixpack einen Euro kostet. Zum etwa. Danke, Predator. Aufs Maul, ja. Ja, wir kriegen gerade irgendwie Fett aufs Maul. Aber das ist der COD-Talk. Oh, Alter. Alter, 15 zu 10 mit der Sniper. Bei mir, ey. Oh Mann, bei mir war es aber gerade so übel, Mann. Ich hätte lieber weiter OMP spielen sollen. Da ging es letzte Runde mal end ab. Ja. Ja, Samsung versus Apple, was kann man noch groß sagen? Im Prinzip ist halt das Problem ist halt, dass im Prinzip schon alles gesagt wurde. Das Thema wurde schon so extrem auch in den Medien ausgeschlachtet. Ja. Das ist schon fast nicht mehr feierlich. Ja. Und trotzdem reden wir darüber, obwohl wir es genau wissen. Mann, sind wir Intelligenzbestien. Ja. Nee, Query habe ich jetzt Bock. Da vote ich jetzt nicht. Boah, was könnte man jetzt noch so sagen? Also, wir haben über die Anklage geredet. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, das, was ich ja auch persönlich, so ganz persönlich, mein Favorit ist, warum ich Samsung so ein bisschen anprangere, ist, gib mal ruhig auf Wikipedia oder einfach mal in Google Samsung ein. Dann werdet ihr 100% auf Wikipedia kommen. Und dann schaut euch mal in wie vielen Branchen Samsung wirklich vertreten ist. Das finde ich ja das Krasse. Die haben alles, was Elektronik betrifft, haben die irgendwie ihre Nase mit drin. Ich glaube, selbst im Zugverkehr haben sie ein bisschen was dabei mit den Oberleitungen. Ja, was findest du jetzt genauso schlimm daran? Dadurch, dass sie halt die theoretische Möglichkeit hätten, den Markt komplett für sich zu gewinnen. Wenn sie in zwei oder drei Sachen die Preise, also in zwei oder drei Branchen, ihre Preise leicht erhöhen, können sie es in der anderen zum Beispiel extrem viel billiger machen und dadurch die Konkurrenz einfach ausschalten. Das glaube ich nicht, dass passieren wird. Naja, aber sie machen es systematisch schon nach und nach. Ich meine, ich kann ja nur die Story von meinem Vater weitererzählen. Der ist bei Bosch Siemens, ist der. Und ja, Bosch Siemens bekannt auch ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Waschmaschinen. So, Bosch steht natürlich für Qualität, muss man jetzt mal sagen. Auch so wie Miele und so. Aber Samsung hat dort auch mit irgend so einem Kleinkonzern ihre Nase mit drin. Die haben dadurch machen die Waschmaschinen ungefähr 200 oder 300 Euro billiger als die von Bosch. Ja, die heutige Generation sagt, also ich sag das jetzt nicht, aber das sagen die Absatzzahlen. Ja, wir nehmen lieber eine billigere und die hält ja eigentlich ähnlich gut. Und dann hole ich mir halt einfach nach 5 Jahren eine neue. Dafür habe ich mir das Geld gespart. Komisches Verhalten. Ja, aber es ist schon ein wenig nachvollziehbar. Naja, für mich nicht wirklich, aber okay. Oh, komm. Oh. Die.
Die Bitches. Schade. Nein, 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 nein. Oh ja, ich hab grad noch die Drohne geholt, ey. So, für uns mal schön ein Dröhnchen. Oh, wir waren da zu viert, ey. Der Arme. Ja, nein. Ja, klar, die versuchen immer mehr überall zu bekommen. Ist ja auch irgendwie für sie deutlich lukrativer, wenn sie nicht nur in einer Sache vertreten sind, sondern mehrere Märkte haben. Machen sie halt einfach mehr Geld. Ja, ich mache mir da halt nur ein klein wenig Sorgen. Du meinst, dass es so endet wie mit der Telekom? Ja, richtig. Plus Telekom hatte halt, war halt verstaatlicht, sagen wir es so. Deswegen haben die so eine Art... What the fuck? Deswegen haben die so eine Art kleine Monopolstellung. Was das betrifft. Also, ich muss jetzt mal was... Ja, Telekom hat Monopolstellung. Ja, und das könnte Korea sogar... Korea. Ja, der koreanische Konzern könnte das theoretisch auch aus eigener Kraft schaffen. In gewissen Branchen, wenn sie es nur wollten. Ich bezweifle aber, dass da... Hey, ich krieg nur aufs Maul, ey. Naja, also man muss sagen, im Fernsehen sind sie fast schon Monopol. Nee. Fast. Nicht. Also es gibt noch ein paar andere, aber ich meine, Samsung-Fernseher... Klar sind sie groß in Fernsehern und Monitoren etc., aber Monopol haben sie definitiv nicht. Dankeschön. Aber wenigstens war es nur einer, das heißt, er hat seine Harrier noch nicht. Aufklärungsdrohne online. Aber natürlich muss man auch Samsung, nach meinen Befürchtungen nach, muss ich trotzdem sagen, Samsung bietet halt auch die Qualität. Die Qualität zum billigen Preis und das Wasser, und es macht halt wirklich auch Samsung so gut. Verbündeter Luftschlag kommt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt vielleicht sogar mit dem Mackie-Vergleich machen könnte. Mackie hat sich erst extrem durch billiges Essen groß gearbeitet, hochgearbeitet und hat dann so jetzt nach und nach an Qualität nachgelegt. Könnte man das auch ja, so für Samsung übernehmen? Es ist aber, ganz ehrlich, das, was da so passiert, ist meiner Meinung nach ganz normal. Das ist einfach die moderne Gesellschaft. Jetzt hätte ich schon fast Community gesagt. Könnte man theoretisch auch sagen. Autsch. Gott, wo liegt denn der, ey? Alter, das musste... Okay, gut, da liegt er. Mit Herzschlagsensor hockt er in der kleinen, dicken Ecke. Also ich meine, mit der Sniper verstehe ich es ja, aber... den Arsch ab. Aber wenn es ein Gewehr gewesen wäre, könnte auch ruhig ein bisschen rumlaufen. Herrgott, nochmal. Und Semtex. Alter, werden wir gerade ein bisschen zerfickt, habe ich so das Gefühl. Boah, krieg nur aufs Maul. Hey, ich spiele jetzt UMP, eigentlich geht das auf der Map gar nicht, Mann. Doch, geht gut. Ja, rennt alle zu mir hin, habt ihr toll gemacht. Ja, macht den Triple und jetzt kommt der Hachi. Feindliche Herrier im Anfang. Boah, ich spiele schon wieder mit lauter Deppen zusammen. Hey Predator, wir wollen alle aufs Foto. Ja, aber echt, Feindliche Aufklärungsdrohne. Alter, ich weiß, wo er hockt. Ja! Game Ungarn. Alter, nee. Sorry. Die muss runter. Wiedersehen. Die muss ganz klar runter. Jetzt kotzt mich so an gerade. Wo schießt der hin? Die Harrier ist schon down. Kann es sein, dass die M16 drei Schuss nicht ein... Oh, ranzig hockt er da hinten drin, der FPS-Rusher. Alter, nee, du. Aufklärungsdrohne online. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Jawohl. Kartoffelfreak? Kartoffelfreak? Wie kannst du ja einen Kartoffelfreak nennen? Gut, okay, weil du hattest ja mal einen, der hieß Wix-Fehler. Ja, eben. Mann. Ich krieg nix hin. Glaubst du ich? Ich glaube, wir wechseln danach Lobby. Also
also wäre ich dafür. Beziehungsweise dann ist ja eigentlich die, die Folge vorbei, weil wir haben dann zwei Parts bereits, also zwei Games. Ich will nicht der Letzte sein. Ich habe gerade den Auslöser von der Drohne in der Hand. Oh Gott, Ranz, ich schau dir das an. Wir dürfen nicht. Ich glaube, dieses COD-Talk-Zeug müssen wir einfach über das Gameplay labern. Das ist nur zu krass aufs Maul. Ach komm, das ist doch ganz lustig. Naja, ich würde einfach mal sagen, wir nehmen jetzt einfach noch eins gleich hinten dran drauf. Dann können wir auch nochmal das, was wir in Black Ops 2 geplant haben, erwähnen. Einfach mal nächste Folge. Ja. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich für diese Folge, fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Theorie-Talk oder bis zum nächsten Video. Ciao.